Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. Über Wochen und Monate hinweg hat die US-amerikanische Technologiebörse einen massiven Widerstand angerannt. Allerdings ohne Erfolg. Nach den misslungenen Ausbruchsversuchen hat der Nasdaq 100 nun die schadtechnische Quittung erhalten. In der vergangenen Woche ging es infolge der Kursturbulenzen an den chinesischen Festlandbörsen, auch an der Wall Street, panikartig abwärts. Dabei wurde die mittelfristige Aufwärtstrendlinie signifikant nach unten durchbrochen. Auch der gewichtete 40-Wochen-Durchschnitt konnte den Kursfahrstuhl nicht aufhalten. Nun könnte es in Richtung der psychologischen Marke bei 4000 Punkten gehen. Hierbei handelt es sich zudem um die Unterseite der horizontalen Schiebezone. Ob die genannte runde Zahl erreicht wird, bleibt aber abzuwarten. In der übergeordneten Zeitebene, dem Langfristchart auf Monatsbasis, ist die aus dem Jahr 2011 stammende untere Trendkanallinie bei aktuell 4.175 Zählern noch intakt. Erst darunter wäre die derzeitige Hosse endgültig beendet. Somit besteht die Möglichkeit, dass der Nasdaq 100 bis zum Ende dieses Monats die Trendkanallinie im Wochenchart bei 4.475 Punkten sowie die Glättungslinie bei momentan 4.485 Zählern wieder zurückerobert. Gelingt dieses Unterfangen, könnte es dann erneut in Richtung der Höchststände bei 4.645, 4.737 Punkten gehen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.